Hey ho Leute, und hier ist wieder Shadow King 2K7. Sorry für die kurze Sendepause, aber das musste einfach sein. Es geht weiter mit Sonic Adventure DX Director's Cut Adventure. Wie ihr wisst, haben wir das letzte Mal mit dem guten Chainsawman 16 Jahre Sonic's Story noch letzten Endes endlich beendet. Und natürlich den guten alten Tails auch. Also verbleiben noch ganze 4 Stories, wobei die nicht so lange brauchen werden, noch einmal. Und wir fangen an mit Knuckles natürlich. Einem meiner Favorite Characters. Okay, let's go! Los geht's! Genau, bei ihm fing das Ganze nämlich etwas anders an. Angel Island, noch im Himmel. Oh je, aber wenn dann schon wieder Eggman angeflogen kommt, da kann nur Unheil lauern. As far back as I can remember, I've been living here on this dark island. Always guarding the Master Emerald from anything that could harm it. I don't know why I was given this job, why it was my fate. Destined to be here forever. Tja, das ist dein Schicksal. Immer für immer da bleiben und beschützen und mein Controller spackt ab. Vibriert. Den kennen wir doch. Wenn das mal nicht Chaos ist und eine Master Emerald ist im Eimer. Irgendwie so Kaputski. What's going on here? Chaos! Oh no! Something's happened to the Master Emerald! Ja, das etwas ist, dass er kaputt gegangen ist. Did you do this? Oh, I'll get you for this. Boom. Ja, würde ich auch meinen. Hey, no fair. Hey, no fair. Pfütze. Extrem Pfützenmodus. What's happening to you? Come back here. Manchmal finde ich diese Sitze einfach so genial. Whoa, that was incredible. I've never seen anything like it. Oh no, it's starting to happen. Without the Master Emerald's power, this whole island will fall into the ocean. Das ist wahr, mein Lieber. Das kennen wir ja noch aus Sonic Adventure 3. Doch, was hieß das? Sonic Adventure? Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles. Abwärts! Hinunter ins Wasser. So soll's sein. Now loading. Kein No Saving? Naja, noch gibt's ja nichts zu saven. Ach, und auf einmal bist du in Station Square, ist richtig. It's up to me to find the missing pieces of the Master Emerald. It won't be easy. Pieces flew off everywhere. Anywhere I can. Genau, und hier haben wir den guten Knuckles. Was kann er? Er kann wie gewohnt springen, gleiten. Wenn er sich irgendwo an eine Wand festfliegt, kann er sich festkrallen und hochklettern. Und er kann Bit Bit Butt Out! Ja, ich ins Rathaus, ist richtig, warum auch immer. Ich mache einfach mal, was das liebe Licht mir sagt, weil das ist sozusagen der allwissende Guide hier. Ich gehe mal ins Rathaus. Das ist nicht das Rathaus. Ach, Moment. Ich glaube, das Rathaus war hier hinten, wenn ich mich richtig erinnere. Komm her, Rathaus. Ja, fahrt mich noch an. Überfahrt mich doch gleich hier. Bit. Fuck you. Ins Rathaus. Aber in Wahrheit ist es natürlich richtig. Speed Highway. Genau. Nimm dir 3 Emeralds. Wie ihr bereits aus Shadow Souls LP von Sonic Adventure 2 könnt. Da hat sich im Gegensatz zum ersten Teil nicht viel verändert. Knuckles Mission in jeder Stage ist es nämlich, 3 Emerald-Stücke zu finden. Ja. Das kann lange dauern. Halt, da war doch was.
Was? Aua. Wobei uns die Lichter immer kleine Hinweise geben, wo er denn sein könnte. Ich glaube, Moment, blau war das niedrigste, dann kommt grün. Ja, ja. Ah! Mies! Mies! Two more! Also seine erste Mission in jeder Stage ist einfach finden, wie immer. Klar, das ist immer so. Zweite Mission ist ohne Hilfe, also ohne diese wegweisenden Lichter, die Emerald zu finden. Und die dritte Mission, wieder Time Attack, also in einer bestimmten Zeit die Teile zu finden. Da wird man oft sterben, alleine nur um die Zeit zu resetten. Lass mich raten, im Gegner. Nein? Na? Nein! Ah, ich weiß wo. Im Gegner. Wetten? Autsch, was mach ich denn? Geh weg! Okay. Ja, im Tank. One more to go! Das war auch nicht unbedingt schwer. Okay, da will, dass ich runtergehe. Da will, dass ich runtergehe. Ja, fast. Nein, da will nicht, dass ich. Doch, da will, dass ich runtergehe. Hä? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ah, verdammt! Irgendwo. Ah, irgendwo hier unten. Ah, irgendwo. Ah, irgendwo. Lass mich warten, ha? Aha, hab dich! Mies! Found it! Ja, gute 3 Minuten für die erste Stage. Scheiß drauf. Ich sollte genug Speicherplatz zur Verfügung haben. Betonung liegt auf sollte. Good enough. Good enough. Genau. Emblem. Die eigentlich für nichts wert sind, außer Minigames freizuschalten. Boah, ich hasse es. Ja, es ist Nacht. Und wo kann man hingehen bei Nacht? Da braucht man, wenn man ordentlich aufpasst, nur nicht mal das gute Licht zu befragen und weiß es. Richtig! Ab ins Casino! Wenn ich richtig liege, aber ich liege richtig. Komm, Licht, bestätige mich mal. Nein! Oh, ich wollte ja noch was machen. Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz ins Hauptmenü verpissen. Und zwar will ich euch noch was zeigen. Ich will ja eigentlich einen 100% Run machen, sag ich mal so. Fast 100%, nur Story. Story 100%, also nicht Missionen hier. Missionen, Scheißrotzding. Und zwar muss ich da mal in Adventure Mode gehen von Sonic. Dann kann ich euch nämlich noch ein schönes. Ja, das Ending kann man natürlich dann nochmal nachgucken, wenn man Bock drauf hat. Also Ending in Anführungsstrichen. Die Credits sind damit gemeint. Die auch recht lustig sind. Und zwar will ich euch noch ein optionales Item zeigen, wo ich eigentlich gehofft drauf hat, dass es nicht optional ist, aber es ist eben doch optional. Dazu müssen wir mal ganz kurz ins Hotel. Ich wurde ja von einem User darauf hingewiesen, ich Depp, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. Und zwar genau da oben müssen wir hin. Gehen wir mal kurz hier hoch. Ecken überall an. Richtig. Tun wir hier chargen. Und seht ihr das da hinten? Ready. Geh auf. Und. Ja, sicher. Natürlich fail ich. Natürlich fail ich. Leck mich auch sonst wo. Ey, verfickte Scheiße! Nur weil mich die Kamera wieder verarscht, komme ich da nicht rein. Das ist... Ready, go.
Na, endlich. Und zwar, tada, darf ich vorstellen. Haha. This is the crystal ring. This reduces the time needed to store power for the Lightspeed Dash. Damit kann man Lightspeed Dash schneller aufladen. Das Item habe ich nämlich so ein kleines bisschen vermisst. Naja, das ist jetzt nicht so viel. Das ist jetzt nicht unbedingt so viel schneller. Obwohl. Obwohl eigentlich schon. Um einige Sekunden reduziert ist das schon. Wenn ich jetzt. Moment. Eigentlich dürfte das Auto speichern nach so einem Item. Hoffe ich mal. Und das dürfte ich jetzt haben. In ins Auto, in, also das wollte ich euch noch zeigen. Der User, den habe ich leider gerade nicht im Kopf. Egal. Wehe, wenn du nicht gespeichert hast.